In der alten Reichsstadt Ulm an der Donau entstand nach dem Krieg das Zentrum einer neuen deutschen Jagd- und Sportwaffenindustrie. Dort, wo sich das Industriegebiet der Stadt ausbreitet, wurde nach dem Verlust ihrer Werke in Thüringen die Waffenfabrik Anschütz wieder aufgebaut. Den Enkeln des Gründers, Max und Rudolf Anschütz, gelang es in wenigen Jahren des Wiederaufbaus, ein Lieferprogramm zu schaffen, das heute wieder Weltruf erlangt hat. Die Jubiläumsschrift der Firma, die anlässlich der 100-Jahr-Feier herausgegeben wurde, berichtet, dass der Büchsenmacher Julius Gottfried Anschütz mit seiner Frau und einem Kapital von 1000 Talern im Jahre 1856 in Mehlis in Thüringen mit der Fertigung von Jagd- und Sportwaffen begann. Bald schon wurde der Maschinenpark und die Fabrikhallen vergrößert. Der reichhaltige Hauptkatalog der 30er Jahre zeigt die Vielseitigkeit des Jagd- und Sportwaffenprogramms, das in alle Welt geliefert wurde. Heute, nach über 100 Jahren, werden Anschütz-Waffen nach neuesten Erkenntnissen konstruiert und hergestellt. Unermüdlich arbeitet Ingenieur Rudolf Anschütz mit seinen Technikern und Konstrukteuren im modernst eingerichteten Betrieb an der Verfeinerung und dem Ausbau des Fertigungsprogramms. In geräumigen Hallen lagert das Rohmaterial, hochwertiger Gewehrlauf und Profilstahl. Lieferant des vorzüglichen Gewehrlaufstahls ist das Edelstahlwerk Gebrüder Böhler in Düsseldorf. Schmelzführung und Guss werden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen vorgenommen, um einen Stahl bester Reinheit und gleichmäßiger Güte zu erhalten. Der flüssige Stahl wandert aus dem Schmelzofen über die Pfanne in die Konkillen, wo er zu Blöcken erstarrt. Während des Gießens wird eine Probe zur Analysenbestimmung entnommen, die im modern eingerichteten Laboratorium spektralanalytisch untersucht wird. Die Auswertung übernimmt ein elektronisches Gerät mit höchster Messgenauigkeit. Kehren wir zurück zum Block. Nach dem Erkalten wird seine Außenhaut auf Spezialfräsmaschinen abgearbeitet, um dem fertigen Laufstahl eine saubere, rissfreie Oberfläche zu geben. Der sauber gefräste Stahlblock wandert von hier aus in die ferngasbeheizten Wärmöfen des Walzwerkes und nach Erhitzung auf 1100 Grad Celsius wird der rund ein tonnenschwere Block über verschiedene Zwischenstufen zu langen Adern ausgewalzt. Die Laufrohlinge für kombinierte Waffen werden unter dem automatischen Hammer geschmiedet. Nach einer sorgfältigen Wärmebehandlung
wird die umfangreiche Endkontrolle durchgeführt. Dabei wird der Stahl neben anderen Erprobungen auch einem Zerreißversuch unterworfen. Erst bei einer Belastung von 6,5 Tonnen darf der Probestab zu Bruch gehen. Doch nun zurück ins Anschützwerk. Die Stahlsägemaschine schneidet den Laufstahl in maßgerechte Rohlinge. Auf schnelllaufenden Tieflochbohrmaschinen mit langen Spezialbohrern werden die Rohlinge durchbohrt. Mit hohem Öldruck werden die Bohrspäne in die Fangschale geschleudert. Nach einer Vorkontrolle wird das Laufinnere glatt gerieben und auf das genaue Ziehkaliber gebracht. Dann werden nach einem von der Firma Anschütz speziell entwickelten Drückverfahren die Läufe mit den Zügen und dem Drall versehen. Das geübte Auge des Laufrichters beseitigt jede noch so kleine Krümmung. Automatisch arbeitende Richtmaschinen können auch heute noch nicht das menschliche Auge ersetzen. Ein Spezialist prüft mit dem Laufspiegel Zug und Feld. Besonders viele Arbeitsgänge erfordert das Herstellen der Schlosshülse, die wir hier beim Rundschleifen sehen. Auf einer mit Programmschaltung ausgestatteten Revolverdrehbank wird der Passitz für den Laufzapfen angedreht und die Hülse abgelenkt. Nach weiteren Arbeitsgängen wandern die Hülsen in die Härteöfen, deren automatische Temperaturregelung eine einwandfreie Härtung gewährleistet. An zahlreichen Prüf- und Kontrollstellen werden vor der weiteren Bearbeitung die verschiedenen Teile von den kritischen Augen der Messkontrolleurin überprüft. Ohne die nach Tausenden zählenden Vorrichtungen wäre eine moderne Serienfertigung heute nicht denkbar. Immer wieder werden die Teile auf ihre Genauigkeit überprüft. Die Toleranzen betragen im Allgemeinen nur wenige Tausendstel Millimeter. Dieser Schlagbolzen aus gesenkgeschmiedetem Spezialstahl hat praktisch eine unbegrenzte Lebensdauer. Die fertig bearbeiteten Waffenteile werden in der Poliererei auf Hochglanz gebracht und gelangen anschließend in die Tauchbäder des Brünierraums.
Das genaue Einhalten der Zeiten und Temperaturen ist mitbestimmend für eine gute Brünierung, die dann einen dauerhaften Rostschutz gewährleistet. Mit übergeladenen Patronen werden die fertigen Systeme vom staatlichen Beamten auf Haltbarkeit geprüft und mit dem Beschusszeichen versehen. Endlich ist das System frei für den Präzisionsbeschuss auf der Schießmaschine, der von einem erfahrenen Schießmeister vorgenommen wird. Erst wenn 3x10 Schuss auf 50 Meter ein Schussbild mit kleinster Streuung ergeben, wird der Lauf für die Endmontage freigegeben. Das Originalschussbild gibt dem späteren Besitzer die Garantie, dass der Lauf seiner Waffe einwandfrei trifft. Ein altes Jäger- und Schützenwort sagt, der Lauf schießt, aber der Schaft trifft. Besonderes Augenmerk gilt deshalb der Schaftfertigung. Ein elektrisches Messgerät gibt Auskunft über den Feuchtigkeitsgrad des Holzes, der nicht mehr als 9% sein darf. Mit einer Schablone werden die Schaftumrisse auf den Rohlingen aufgezeichnet und diese dann mit der Bandsäge aufgeschnitten. Auf der dickten Hobelmaschine werden die vorgeschnittenen Rohlinge auf die gleiche Stärke gebracht. Nun wandert der Rohling zuerst auf die einspindliche Vorkopiermaschine. Wo er die Grundform erhält und wird dann auf der doppelspindlichen Fertigungskopiermaschine weiter bearbeitet. Unter den schnell rotierenden Messerköpfen nimmt das Holz Form und Gestalt an. Besondere Vorrichtungen garantieren dafür, dass die Ausfräsungen an allen Schäften immer gleich sind. Nun werden die Schäfte von den Fischhautschneidern weiter bearbeitet. Zuerst wird am Pistolengriff das Muster vorgezeichnet und dann werden mit dem Fischhauteisen die feinen Rillen in das Holz geschnitten, die dem Schaft eine gute Griffigkeit verleihen. Diese Arbeit verlangt besondere Fertigkeit und großes handwerkliches Können. In den hellen Montageräumen werden von fachkundiger Hand die Waffenteile erstmals zu einem Ganzen zusammengefügt. Auch hier überzeugt sich Ingenieur Rudolf Antschütz von der einwandfreien Qualität und Funktion der Waffen. Endlich ist es dann soweit. Wagen auf Wagen mit fertigen Waffen rollen zur Endkontrolle und nach sorgsamster Prüfung und Reinigung werden die wertvollen Gewehre versandfertig hergerichtet. Anschütz Jagd- und Sportwaffen gehören zu den gefragtesten auf dem Weltmarkt und werden in alle Erdteile exportiert. Unübertroffene Präzision. Das ist Anschütz.